Und herzlich willkommen zurück. Euer Robelkasten ist wieder am Start und heute gibt's Pokémon-Karten. Pokémon-Karten, ich glaub's ja nicht. Und zwar Celebration. Und zwar einen Tag vor Release. Wie geht das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es gefunden im OVP-Shop. So ein Ding kostet ja 11 Euro. Und ein ganzes Display. Guckt doch mal das Artwork hier an. Sind die nicht hübsch? Sind die nicht hübsch? Da guckt euch das alles an. Da ist ein schönes Robball. Ja, Robb. Da ist ein Robball drauf. Und ein Serpifoy. Ja. Pikachu. Irgendwo. So, wir gucken das mal an. Wir haben hier einen Haufen Tints. Ich weiß nicht, ob wir alle aufmachen werden oder ich ob mal ein paar zurückgehalten werde. Ich weiß gar nicht mal, wie viele Tints überhaupt verschieden sind. Wir gucken das mal an. Wir haben hier ein Chimpep, ein Hopplo und ein Blabla, Blabla, Blabla. Haben wir eigentlich hier alles Starter hier drin? Irgendwie schaut das so aus. Haben wir irgendwas doppelt? Haben wir irgendwas doppelt? Nein! Wir haben alle 8 Generationen oder so. Vermute ich mal, die ganzen 8 Generationsstarter, Tinboxen, alle. Da muss ich wohl morgen nochmal los und welche kaufen, ne? Ach je. Da hoffe ich mal, dass wir alle nochmal bekommen. Eigentlich wollte ich ja heute nochmal Zübi, aber egal, wir haben sie ja. Wir haben sie ja. Also passiert da ja nichts mehr, denn dann können wir ja mal reingucken. Alle 8 Starter. Lull. Gucken wir mal alle rein, oder? Was machen wir denn? Wusch. Scheiße, ich weiß ja nicht mal, wie das mit den Generationen war. Das war, glaube ich, 3. Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Das ist die letzte. Das weiß ich. Das war die vorletzte. Das weiß ich, glaube ich, auch. Das ist die erste. Die zweite ist, glaube ich, Plinfa oder es war es Kanimani? Ich weiß es nicht mehr. 2 und 3. Hoffe ich mal, das stimmt so. Jetzt wird schwierig. Jetzt wird schwierig. War das die 6. Generation oder die 5.? Serpifoy kam 4. Okay, die letzten zwei sind ja... Das müsste irgendwas zwischendrin gewesen sein. Könnte das gewesen sein? Das gewesen sein? Das gewesen sein? Sonne, Mond. Das war Sonne, Mond. Ha. Das war Sonne, Mond. Das ist die 7. dann. Dürfte es so sein? War das die 6. Und das die 5. Oder die 4. Ne, das war die 4. Das war die 5. 6. 7. und 8. oder? Ich hoffe, ich hab's richtig, ja? Wenn nicht, könnt ihr mich ja... ich weiß auch nicht. War Kanimani vor Blinfa? Ich glaube schon. Das dürfte die 2. gewesen sein. I don't know, frag mich nicht. So. Wir fangen mit der 1. an. Auf jeden Fall. Wo geht's denn hier auf? Alle Poké-Liebhaber. Ja, ja, du kannst doch den beiden Gents mit aufmachen. Lalalala. So. Wir machen trotzdem auf. Wir haben überall so eine schöne Coin drin. Mega fett. Eine wunderschöne Karte. Das war's für Robrob. Die kriegt auf jeden Fall Robrob. Die ganzen Karten. Dann haben wir 2 Booster. Und, wir haben 3 Booster drin. Ah ja, ich weiß ja warum. Aber ist geil. Wir haben ja 3 Booster drin. Ein Farbenschock-Booster. Und 2 Celebration, weil die Celebration Booster, die haben, glaube ich, nur 4 Karten drin. Das ist cool. Aber sie hätten auch, also für eine First-Gen-Booster hätte ich auch genommen. Also Generationen-Booster, wie wäre es denn damit gewesen, ne? Wäre doch cool gewesen, ne? So ein, einfach so First-Gen-Booster-Reprint. Hau raus. Ich muss mal ein paar Sleeves öffnen. Denn, wir gucken mal. Wir machen erstmal Farbenschock auf, ja?
Vielleicht holen wir uns ja dann so ein Rainbow Pikachu. Ich glaube zwar nicht, aber. Interessant ist es auf jeden Fall. So viele Karten sind ja nicht. Also könnt ihr theoretisch scheint, dass man fast alle Karten ziehen, glaube ich, beim neuen Gen. Wir gucken da rein. Wir haben hier ein Granovil, ein Watzapf, ein Kastrot, ein Chipet, Mikkel, ein Pampulli, ein Plilizach, eine Psychoenergie, ein Gedächtniskapsel. Wir haben auf jeden Fall keinen Hit in Farbenschock. Celebration. Eigentlich will ich die gar nicht alle aufmachen. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt alle aufmache. Wir gucken aber rein und wie es ausschaut, haben wir einen direkten Hit und Kyogre Holo. Geile Artworks. Schön. Ein Xerneas Holo. Sind das alles Holos? Lol. Ein Ho-Ho-Holo und ein Lunala. Hey Luna. Und ein Code. Verdammt nochmal. Ja, den muss ich irgendwie entsorgen. Aber. Oder mich im Blören. Ich muss ja alles mit Sleeven. Habe ich überhaupt so viel Sleeves? Nee, ich glaube, wir machen nicht alle Celebrations auf. Oder doch? Ich weiß nicht. Gibt es hier eigentlich besondere Karten zum Ziehen auch? Oder sind das einfach nur alle random Holos? I don't know. Ich weiß nichts von Set. Ich weiß einfach gar nichts davon. Aber auf jeden Fall ein wunderschönes Kyogre Holo. Das muss man in echt lassen. Also die schönste Holo-Karte, Ho-Oh ist auch gar nicht so schlecht. Und Lunala sowieso beste Girl. So. Nun denn. Machen wir das nächste Celebration-Start auf. Ein Sekrom. Nice. Schönes Artwork. Oh, Cosmog. Nice so. Rocket. Ein fliegendes Pikachu. Ich glaube, jetzt werden ein bisschen... Ist das nicht fett? Ist das einfach nicht fett? Leute, ist das nicht... Noch. Ist doch schön, ne? Ist doch ein schönes Pikachu. Das machen wir aber so. Da, meine Codekarte, ja. Oder ich gebe sie erst Loot. Voll angegriffen. Schön, ne? Ist ein schönes Pikachu. Ganz schön. Alter, guckt euch dieses fette VMAX Pikachu an. Ein fliegendes VMAX Pikachu. Und überall sind Holos drin. Alles sind Holos. Nice. So, ja, ich glaube, morgen kaufe ich nochmal so eine ganze Case, ja? Falls ich noch bekomme. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. So, Gen Nummer 1 haben wir gemacht. Das sollte hoffentlich dabei sein. Oder was, Plimper? Nein, glaube ich nicht. Plimper war doch schon mit May, Dings. Das war ja nicht mal mit Misty. War die zweite noch mit Misty? Ich habe keinen Plan. Ich glaube schon. Oder auch nicht. Oder wir machen gerade die dritte auf und das andere war die zweite. Ist ihr egal. Wir haben hier wunderschöne Karten. Schöne Karten. Und haben wir... Oh, nochmal ein Farbenschock-Booster. Schön. Bin und Dings zurück. Ich muss mir die echt nochmal kaufen. Ey. Lull. Hab ich kein Geld dafür. Aber hey. Was macht man nicht alles für YouTube? Hm? So. Samurzel, ein Bikuder, ein Fleckloy, ein Ivoli, die Schönheit, ein Pokusan, ja, Score-Stadion, Voltula, cooles Dings, ach ja, Netz meine ich, auch Müll, wir müssen nachher alles mit Müll, ne, aber wenigstens sind die Booster alle gleich, von optischen, wir haben wieder ein Kyogre. Es doppelt sich, also ich weiß gar nicht, wie viele Karten da drin sind. Ein Kyogre, aber ist wunderschön. Ein Cosmog, ein Lugia, das hatten wir auch noch nicht. Und das andere Pikachu. Das kennen wir aber, ich kenne das. Irgendwo, war das nicht irgendwann ein Base-Set irgendwie? Ist schon ewig her. Also, boah. Guckt euch dieses wunderschöne Pikachu an. Guckt euch das an. Ne, schön.
Ist doch schön, so ein Set aufzureißen. Ich habe natürlich noch Boxen, aber die bekommt ihr anders. Na? Da schreit schon wieder wer, oder? Und wie, ich lese kein in die Kommentaren, ja? So, ich muss da ein bisschen aufpassen, weil die sind echt ein bisschen fragil. Codekarte. Ein Reshiram wieder. Ein Kyogre kennen wir schon. Ein Zekrom kennen wir auch schon. Und nochmal so ein fliegendes Pikachu. Aber die Standard... Warte mal, war das ein anderes? Das ist jetzt ein Standard V-Pikachu. Wir haben ja noch ein V... Warte mal, Pikachus. Wir haben lauter Pikachus. Hier ist ein Pikachu, da ist ein Pikachu und... Das ist ein Pikachu. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Wir haben drei Pikachus gezogen. Läuft. Würde ich sagen. Läuft. Wir sind Pikachu-Himmel. Und alles Holos. Ich habe nimmer so viel Sleeve. Ich meine, es sind ja nur vier Karten, aber vier Karten. Ich muss irgendeine Box mit Sleeves öffnen. Aber nicht. Mal gucken. So, da haben wir erst zwei Boxen auf. Und schon so viel Zeugs. Dritte Box war das da, glaube ich. Hoffentlich war nicht Flemly. Und Gekkabor. Könnte nämlich auch gewesen sein. Das könnte ja auch die... Ach, scheiß drauf. Wir reißen doch sowieso alle auf. Der Rest sollte stimmen, oder? I don't know. Ich habe ja nicht mal... Ich glaube, ich habe ja nur die ersten zwei, drei Gens so wirklich miterlebt. Dann war es das ja fast schon wieder gewesen. Nun denn... Ach, da pickt ja immer noch was dran. Lalalala. So, wir haben nochmal eine schöne Plimper-Karte. Und lasst uns die ganzen Dinger rausholen. Alter, das wird ein langes Video. Das wird einfach ein langes Video. Oh, und ein Farbenschock. Kennen wir ja schon. Vielleicht kriegen wir ja auch mal was aus dem Farbenschock. Die anderen die anderen Booster, die gönnen ja. Aber die Farbenschock-Dinger? Guck, immer so viel Müll. Die haben bis jetzt noch nicht gegönnt. Ein Peppek, ein Samurzel, ein Granovil, ein Watzapf, ein Schuppet. Die wiederholen sich fast auch immer. Und fokussieren. Hey, was Neues. Ein Zwotrin, ein Sandia und eine Papilla. Aber bis jetzt auch noch kein Hit aus den Zusatzbüsterchen da drin. Aber die Tins, die zahlen sich schon aus, muss ich ehrlich sagen. Schon gute Tins. Wir fangen mit einem Übeltal an. Lololololol. Schön. Ich meine, das ist nur so ein mattes Holo. Ich glaube, das ist so ein Sonne-Mond-Holo. Aber, warte mal. Und, wir haben schon wieder ein fliegendes Pikachu. Aber fliegendes Pikachu ist wohl keine Rare hier, oder? Das ist echt... Aber ich finde fast die Holos interessanter aus, die V-Max. Obwohl, das V-Max fliegende Pikachu ist schon geil. Ne? Da ist, gibt's hier eigentlich alles andere außer Pikachus zu ziehen auch noch? Ich weiß es nicht. Das Jubeltal ist neu. Also wir holen wieder. Ich kann nicht mehr reden, Leute. Ich kann nicht mehr reden. Wir gucken gleich weiter. Kyogre. So viele Karten gibt's hier außer nicht. Holo werden wir wahrscheinlich bald anhaben. Oh, Dialga! Ein Cosmog. Professors Forschung! Ja, moin! Aber, ich finde das Set cool. Ne. Professor des Forschers. Professor Reich! Forschung des Professors. Ist doch schön, ne? Ey, was wir alles vier Karten haben. Was wir hier alles an Karten haben. Und so viel zum Sleeven. Jede einzelne Karte ist eine Holo von die vier Karten. Wir haben einen vier Hit-Booster quasi. Und die Alga ist auch neu. Da guckt euch jetzt. Wunderschön ist die Alga. Und überall dieser 25-Jahre-Stempel drauf. Das Schöne. Ganz schön. So. Hoffentlich bringt mich nicht irgendwer um, weil ich das für einen falschen Chin aufmache. Aber wir werden es einfach mal durchziehen. Der Rest sollte ja stimmen.
Ja, das war das. Genau. Genau. Das war nur XY, oder? Flamia? Oh, stimmt. Auf das muss ich mal. Überfordert hier mehr Haufen Pokémon. Wunderschöner Pokémon. Wo habe ich ihn? Oh, scheiße, ich habe die Hülle weggeschmissen. Ach, du Heilige. Das darf aber nicht sein. Box wieder zu. So, nun denn. Wir gucken dieses Mal aber nicht in Farbenschock. Oh je. Ist es eben jetzt neu starten werden? Nein. 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 Nix neu starten. Wir nehmen gerade auf. Du musst noch was rendern und dann kannst du neu starten. So. Na, gucken wir mal. Pach. Technik, ey. Jubel da wieder. Die müssen wir so ein bisschen weg tun. Oh. Oh. Die gibt's auch in Holo. Aber ist cool gemacht. Er schreibt quasi auf die Karte drauf. Guckt euch an. Das hat einen Spezial-Holo-Effekt. Sieht man's? So wie das Dings gemacht, also diese, wie heißen es denn? Die McDonald's-Karten, dieses Holo, dieses Tower-Sparkling, aber es hatte sogar ein anderes Holo noch. Also so ein Regen-Ding. Ich weiß nicht, ob man das kriegt. Ich habe irgendwas gesehen. Also wenn man es in irgendeinen Winkel hält, hat man diese Regentropfen so richtig runterziehen. Schon geil. Und hier noch ein Professor. Alter, ist das Set cool. Ich hab davon nichts gesehen. Nada, nennt der Nuda. Und ihr zieht einfach. Wir ziehen einfach. Ich meine, die Holos, die doppeln sich wirklich schnell. So viel davon gibt's wahrscheinlich nicht. Oh Mann, mir gehen die Sleeves aus. Was? Ja. Was soll man denn machen? Ein Lugia. Wusch. So. Ein Lugia. Ein ein Cosmowurm. Neues Kosmos. Oh, ein falscher Professor Eich. Hat auch dieses Holo. Und ein Mew. Alter, ist das hübsch, ne? Das ist ein hübsches Mew. Ich meine, das hat auch nur so ein glattes Holo. Aber, lol. Einfach nur lol. Ein falscher Professor Eich. Interessant. Was es nicht alles gibt. Alter, das sind die Karten. Das sind einfach nur Karten, ey. Ein ganzes Display davon. Und wir haben noch 4 Boxen. Und ich habe keine Sleeves mehr. Ich muss irgendwo Sleeve ranholen. Wir werden die erstmal nicht sleeven und ich hole mir dann später Sleeves, glaube ich. So werden wir das machen. Und wir gucken erstmal, vielleicht kriegen wir endlich mal aus Fabelschock auch einen Hit. Ein Baumpol, ein Galamauzi, ein Filino. Nice. Ein Glumanda, schick. Ein Kuh, Mie, Käse. Oh, der erste Hit. Ein Boreos. Ich habe ja von Farbenschock ja gar nichts aufgemacht, glaube ich, oder fast gar nichts. Also ist das schon cool. Ein Krokwell, ein Liga-Angestellten und ein Magquarko. Schön. Wir haben einen Hit. Wir haben einen Hit aus Farbenschock. Ist doch schön, ne? Nun denn, wir machen hier weiter. Wir machen hier weiter. Da. Aus der freien Folge habe ich nicht mal geachtet. Ich hoffe, ich mache es richtig auf. Wahrscheinlich ist irgendwas verdreht. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Ja, schreibt es rein. Vielleicht hast du die falsche Gen-Reihe aufgemacht. Aber das sind einfach 8 Gens. 8. Okay, wir haben fast nur alles aus der ersten Gen. Und ich habe gerade fast das Stativ umgeschmissen. Aber YOLO. So. Ja, mein Serpifoy. Da freut sich wer. Ne? Serpifoy. So, lalalala. Wir machen das weiter. Es macht ja richtig. Oh, Pikachu Coin. Was Neues. Oder? War die neu? Ich glaube schon. Also so in Silber war die neu, glaube ich. Machen wir Pikachu Fett auf. Erster. Und dann die anderen Pikachus. Wir gucken rein. Dab, 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 dab,
Flimmu. Schickes Vöglein, Vöglein. Ein Fiaro. Ein Fiaro. Das zweite Hit aus diesen farbigen Jackieren. Wir haben sonst hier nichts Besonderes. Den Rest kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Ich guck dir ja nur wegen die Celebration Booster. Gib's doch zu. Guckst doch nur wegen die Celebration Booster. Ich meine, das Holo ist ja spezial bei manchen. Nein, ich will immer noch nicht neu starten. Nein. So. Ein Xerneas. Wunderschön. Ein Ho-Oh. Warte mal, ich muss ja wieder... Wieso müssen die Karten immer so komisch sein? So. Ein Ho-Oh. Ein Lepumentas. Und auch wieder in diesen Holo-Style. Und ein Lunala. La 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 la. Oh la la. Eine hübsche. Ganz hübsche. Na? Eine ganz, ganz hübsche. Aber ist schon cool. Also ich finde das Holo geil. Auch wenn es so ein mattes Holo ist. Egal. Kennen wir ja schon, glaube ich, aus, ich glaube, Sonne und Mond war das auch so. So ein glattes Holo. Ich glaube, oder? Ich weiß es nicht mehr. Wir gehen auf jeden Fall die Sleeves aus. Und wir reißen einfach hier noch auf. Wir reißen hier einfach nur noch auf. So. Codekarte erstmal weg. Die andere kann ich auch wegtun. Ah, ihr habt ja gar nicht einlösen können. Wahrscheinlich. So, ein Reshiram. Ein Lugia. Ein Cosmoem und nochmal das Pikachu. Okay, das ist nicht so selten wie Sorsche. Also ich habe mega Backluck, wer weiß das schon. Wir werden erstmal die Holokarten irgendwo beiseite legen. Da unten bei Robrob. Da kann man sehen. Passiert ja nichts. So. Ich habe noch nie so viele Karten eingeholt. Da guckt euch das mal an. Lull. So, weiter geht's. Wir haben noch ein paar Dosen. Muss ich mir unbedingt noch so ein ganzen Bocken muss ich mal kaufen. Ich meine, ist teuer, aber ist billiger aus online. Da ist nochmal diese Gadget-Con. Da haben wir einen Frosch. Dieser Frosch war XY, das weiß ich. Und die Serie war vor Sonne und Mond. So. Müsste so sein. Ah, ich sollte die Karte vielleicht auch wieder reintun. Und auch die Münze. Und die Box irgendwo da wieder weglegen. Denn. Weiter geht's. Im Pokémon-Rausch. Das war fast offen. Ich habe was Schönes gesehen. Ich habe echt was Schönes gesehen. Aber ich sag's euch nicht. Erstmal ein Kraudon. Ein wunderschönes Kraudon, ne? Ist doch schön kraudig. Guckt euch mal an. Das ist ein... Guckt euch das mal an. Schön, ne? Ein Cosmog, den kennen wir ja schon. Ein falscher Professor kennen wir mittlerweile auch schon. Und noch ein surfendes Pikachu. Das haben wir noch nicht, oder? Wir hatten schon ein surfendes Pikachu. Aber das? Ich muss echt mal gucken. Ein fliegendes Pikachu hatten wir schon? Nein, wir hatten noch kein surfendes Pikachu. Lol. Wir haben einen Hit. Auf jeden Fall haben wir einen Hit. Schön, ne? Weiter geht's. Alter, das ist ja Panik hier. Und viel Spaß auch noch, ne? Weil es ist wie Kindheit hier. Fliegende Pikachus ohne Hände. Und surft. Ein Reshiram und ein Zekrom. Passt perfekt zusammen, würde ich sagen. Und ein Lugia. Und perfekt. Ein Lunala. Denn wir haben aber jetzt noch einen Farmschock. Und noch immer noch. Zwei Tins. Okay, wir haben es geschafft bald. Leute, wir haben es geschafft. Und mein Antivirus kann bald neu starten. Will ja ganz sehr schön. Aber erst nach dem Rendern. Ein Weiler, ein Rotmuff, ein Vorbild, was heult. Das ist der Felino und ein Nio. Und ein Galar Mauzinger. Was Felsen zerklöppelt. Ein Moroder Bruder, sagt man, glaube ich, immer so. Und eine Schichtenergie. Schicht im Schacht. Wir kommen langsam zum Ende. Aber es sind überall Holokarten drin. Es sind einfach überall Holokarten drin. So. Robball. Jetzt geht's fast zum Ende.
Ich glaube, es sind überall die gleichen Codes drin. Aber ich finde die cool. Ich finde die echt cool. Es sind einfach drei Booster drin. Alter, ist ein geiles Set. Was ich ehrlich sagen, ist ein geiles Set. Ich weiß nicht, was hier, ob man irgendwas Cooles ziehen kann, außer Pikachus. Und doch, ein Professor Eich haben wir gezogen noch. Aber, wir gucken mal. Ein Kupfanti springt mich an, oder ein Fanti. Ein Fanti, Teddy Ursa, klein. Ein Pipi, ein Fritzelbritz, ein Samurzel, ein Evoli, ein Pixi, ein Tompfor. Was Cooles. Roll, 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 roll. Oh, Magnai. Und ein Methan. Und ein Score-Stadium. Da war wieder mal nichts drin. Wir haben bisher zwei Hits, oder was, eine Hole und ein Hit aus den Farbenschock-Boostern. Also was Farbenschock-Boostern angeht, nicht so geil. Aber wir haben was Neues. Guckt euch das an. Ist das nicht süß? So ein Cosmoom, das nebenbei schläft. Ich glaube, das ist die Lilly, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Aber ist schön, ne? Alter, guckt euch die Artworks an, ne? Xerneas, Kyogre kennen wir schon. Ist ein wunderschönes Aqua. Schön, ne? Einfach mal ein Summer Center V. Ich guck's mir mal selber ein bisschen genauer an. Aber guckt euch mal das an. Ist ja jetzt nichts Besonderes, außer der Stempel da drauf. Aber das Artwork, also der Hintergrund. Eigentlich ist das Artwork gar nicht mehr so. Es ist halt eine coole Bose, was das Station einnimmt. Summer Center meine ich. Geil, ne? So. Ich will eigentlich von ganz... Ich möchte eigentlich die anderen zwei Boxen auch noch aufreißen. Diese Station-Box und das andere. Ich glaube, das war... Ach, es ist schon spät. Ich war heute schon viel unterwegs. So, wir haben noch ein bisschen was. Ein Sekrom, ein, nicht dahin liegen, dahin. Ich muss jetzt noch ein paar Dings holen, Sleeves. Ein Ho-Oh, ein Rocket Zapdos, das kennen wir schon. Und ein Lunala. Na Luna, was machst du so denn da? Fliegst du rum? Ja, sie fliegt da rum. So, letzte Box, letzte Gen. Hopplo. So, jetzt geht's ins Schwert und Schild. Wie gesagt, es wäre cool gewesen, wenn sie in diesen Tinboxen einfach die einfach irgendein eins aus den Gen einfach so einen Booster reingeworfen hätten. Irgendwo aus dem Lager. Verstaubt. Aus einem alten Lager. Einfach so. Einfach irgendein Booster, ey. Schön, ne? Noch eine Karte? Ich muss das unbedingt nochmal kaufen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so geil wird, das Set. Also zumindest, was das drin angeht. Ich weiß nicht, was es da noch gibt. Ernsthaft. Ich habe keine Ahnung, welche Karten man da ziehen kann. Ein Summer Center gibt es hier, also werde ich mal sagen, es gibt ein Shadychen auch. Das ist teuer. Ich kann mir die verkaufen, die Karten. Ne? So. Quatsch. Darum geht's ja gar nicht. Aber, wenn man sich das leisten will, muss man die auch wieder weiterverkaufen, weil sonst wird das nix. Und die Booster von Farbenschock gönnen nix. Keine V-Mix, gar nix. Nix, nada. Aber, die kleinen Booster hier, die gönnen immer auf jeden Fall Holos. Und das ist cool. Was habe ich hier? Ups. Ich wollte gar nicht dranrufen. Sorry dafür, Luna. Ich wollte gar nicht anrufen. Kyogre, hab ich da, wusch, ein Kraudon, ein Lugia, sheesh, ich glaube, die ist teuer, ein Shiny Mew Goldkarte, sheesh, einfach nur sheesh,
Ich sag dazu nur einfach nur Shish. Ach du Heilige. Rein da in die Sleeve. Da ist alles scheißegal. Da rein in die Sleeve. Uff. Okay, das Set wird echt teuer. Einfach nur. Da, guckt euch mal an, da ist Shiny Mew. Ich habe keine Ahnung, welche Karten man da ziehen kann, aber holy shit, das ist geil. Tinboxen sind gut. Falls ihr nichts anderes bekommt, holt euch einfach nur die Tinboxen, glaube ich. Ich sag's einfach mal so. Da-da-da, ein Palkia. Hatten wir das schon eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr. Ein Dialga auf jeden Fall. Ein Reshiram und nochmal ein Pikachu. Jo, ich glaube, das waren sehr nices Opening. Ein wunderschönes, nices Opening. Ich kann nicht mal alle Hits reinzeigen, weil es sind einfach so viele. Aber ich kann die Top-Hits reinzeigen. Und das war auf jeden Fall dieses Mew. Ne, fast der Eich, ich weiß ja nicht. Dieser Eich. Pikachu. Noch mehr Pikachu. Noch mehr Pikachus. Das Pikachu. Davon hat man auch ein paar. Oh, ich kann euch mit sagen, das ist schön. Für was waren das Booster? A2 Booster mal 8, 16 Booster. Ja. Ja. Kann man sich sehen lassen, würde ich sagen. Und nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren, um nicht weiteren verrückten Spaß zu verpassen auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Rubbelkasse ist raus und sagt, Pokémon Spaß.